Mein Name ist Claude Lorieux. Ich bin 82 Jahre alt und habe mein Leben im Eis verbracht. Mit 23 machte ich mich auf ans Ende der Welt. Ich habe ein außergewöhnliches Abenteuer erlebt. Das Abenteuer der Wissenschaft und leidenschaftlicher Menschen, die den Lauf der Geschichte verändert haben. 1984 stellten wir eine bahnbrechende Expedition auf die Beine. Das Eis ist wie ein Buch. Jeder neue Schneefall fügt ihm eine weitere Seite hinzu. Meterweise bargen wir Relikte der Zeit. Wir waren bis zum Eis der Eiszeit vorgedrungen. Das Bild von der Endlichkeit und Zerbrechlichkeit des Planeten tritt mir zum ersten Mal mit äußerster Heftigkeit vor Augen. Claude Lorieux, Sie haben vor 30 Jahren als Erster bewiesen, dass der Mensch eindeutig für den Klimawandel verantwortlich ist. Was Sie vor 30 Jahren vorausgesagt haben, ist eingetroffen. Heute bin ich ein alter Mann, der feststellt, dass die Geschichte ihm Recht gegeben hat. Hier schmelzen die Polkappen und Gletscher, anderswo versinken Inseln oder brennen Wälder. Meeresströmungen ändern ihre Richtung, Wirbelstürme treten so zahlreich und heftig auf wie nie zuvor. Der Mensch ist dabei, die Spielregeln zu ändern. Unser Klimasystem droht vollständig aus den Fugen zu geraten.